Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wir sind an der Festung und beangeln mal den Hecht. Ist jetzt dunkel, so können wir in aller Ruhe mal Setup gucken und mit was für einem Köder wir hier angeln und wie wir den führen. Wir gucken erstmal im Setzcacher rein. Gestern Abend hatte ich angefangen für 11 Minuten. Das waren 11 Minuten. Dann von, das muss ich gucken, 12:35 bis 12, 10 Minuten. Also das von hier, scheiße, von hier bis hier 20 Minuten. Dann eine halbe Stunde. Halbe Stunde sind wir bei 50 Minuten und jetzt in 12 Minuten die hier. Ja, 12 Minuten, also gute Stunde gerade mal, 38 Hechte. Ich habe immer nur so den Morgen oder den Abend kurz beangelt. Wir sehen hier 700 Gramm, 2,7 Kilo, 3,6, 1,8, 3,5, 2,8, 2,4, 1,7. Jetzt gucken wir mal nach Gewicht. Ja, sind jetzt nicht die Brocken bei. Ja. Aber egal, macht trotzdem Spaß, der Spot. Wurden auch Trophäen gefangen tatsächlich. Und jetzt gucken wir uns mal das Setup an. Ich habe jetzt mal ein Fluorocarbon 55 drauf gemacht. Stahl funktioniert genauso gut. Ich weiß nicht warum immer nur, ich sag mal, mit 28 Kilo Fluor geangelt werden muss. Dem Hecht ist halt einen scheißegal. Dafür gibt es Stahlvorfach. Wir können das jetzt auch austauschen. Machen wir hier 30 Kilo Stahl drauf. Und gut ist. Ja, können wir auch testen morgen früh. Ja, und dann geht es hier um den Blast X-Shed F9507. Ja, in der normal 22 Gramm hat der. Den habe ich ausgestattet mit Risik 3 ohne Puschel. Das Besondere an dem Ding ist 3,5 Meter Tauchtiefe. Ja, 3,5 Meter. Das Problem ist, ja, den kannst du nicht einfach durchziehen oder so ein Chrom. Ja. Den kann man nur ganz leicht antwitschen, funktioniert aber, wenn man weiß wie, ganz gut. Stehen hier bei H3, ihr geht hier raus aus der Festung rechts rum. Und dann bei 63, 59, da liegt so ein Baumstamm im Wasser. Ja, einfach hier rein, hier geht es nicht weiter. Und dann bewerfen wir, oder ich werfe hier an, dass ich hier so lang komme. Ja? So, zack. Ich werfe einfach 40 bis 45 raus. So liegt er perfekt. Eine hohe Geschwindigkeit 50. Und dann, also ich habe am Anfang immer so Viertelumdrehungen gemacht. Kann man auch. Ja, ihr seht, das ist eine Schnur. Die kann man auch ruhig auftauchen lassen. Aber mittlerweile drehe ich halbe Umdrehungen. Rumpst den einmal gut runter. Und lass den, wenn er aufgetaucht ist, ziehe ich ihn wieder an. Das war's. Ja, müsst ihr mal für euch selber probieren, wie ihr mit eurer Rolle den Köder in den Twitch bekommt. Ja. Und ihr seht, der steigt quasi steil auf. Der kommt hoch wie so ein Schwimmer. Also der liegt gar nicht mal gerade auf dem Wasser. Und dann rumpst man den einmal da runter. Ja, und dann beißen die auf jeden Fall. Sehr lustig. Jetzt natürlich nicht. Ja. Nachts. Wobei ich finde, ich glaube, es ist eher so ein, ja, es gibt eben Spots an der Festung, die gehen mehr morgens und es gibt Spots, die gehen mehr abends. Ich habe das Gefühl, das ist hier so ein Nachmittag-Abend-Spot. So ist auf jeden Fall die Technik. Ja, dann in diesem Sinne sehen wir uns jetzt gleich morgen früh, wenn es hell wird, wieder. Und dann gucken wir mal, ob wir noch ein paar ans Band kriegen. So. Da sind wir wieder. Ich war gerade mal am Voltshow, weil, ja. Ich hatte das Stahl probiert in der Nacht mal kurz und, ja, dann habe ich das Fluor drauf gemacht. Ah, guckt, geht da auch mit Stahl, seht ihr. Ja, verhakt auf jeden Fall und, ja, Abriss, also schnell zum Voltshow rüber. Und, neu geholt, diesmal mit, Risik 2, die ich noch hatte, statt Risik 3 und eben Stahl 30 Kilo. Jetzt gucken wir mal, ob da was geht. Jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen Zeit vergeudet.
Was soll's? Warum sollte das nicht auf Stahl beißen? Für was soll denn das sonst sein in dem Spiel, wo man sieht, auch wenn es jetzt kein großer ist, interessiert die ja eigentlich recht wenig. So, jetzt gucken wir mal, ob man noch... Das ist ein bisschen zu weit rüber jetzt. Ja, und trotzdem. Und zack, der nächste. Da liegt er perfekt. Auftauchen, runter, auftauchen, runter. Wenn die Rutenspitze ruckt, dann sei da schon zu tiefem Grund drin mit dem Köder. So. Könnt ihr jetzt natürlich auch noch mit Puschelhaken probieren. Habe ich jetzt noch nicht. Vielleicht geht da noch mehr tatsächlich. Aber ich habe die irgendwo drauf, die ganzen Puschel. Ich habe keinen Bock jetzt zu suchen. Aber ihr seht ja, man fängt Hecht hier auf jeden Fall. Und das ist die Hauptsache. Na, Rutenspitze geruppt. Zu stark gezogen schon. Muss man halt ein bisschen probieren. Also, wer den Trophy hier noch braucht, gerne mal probieren. Ich muss zugeben, ich habe in dem Spiel bisher erst eine Hecht-Trophäe gefangen. Wirklich nur eine einzige. Und das war glücklicherweise an der Festung tatsächlich. Und ich finde... Das war's besser schon. Naja, auch nicht unbedingt. Also hier geht morgens und abends was. Es gibt wirklich Spots hier, da geht nur morgens oder nur abends was, lustigerweise. Auf jeden Fall ist der Spot immer noch aktiv. Können wir gerne mal probieren. Und ich sag mal so, ob jetzt Stahl oder Fluo, das sei ja euch überlassen, jeder wie er mag. Ne, nur würde ich hier nicht mit einem 28 Kilo Fluo rangehen oder so, dann zu 99% wird das durchgebissen. Das macht dann keinen Spaß. Wenn man denn gerade eine Trophäe drankriegt und der wird durchgebissen. Sehr ärgerlich. Muss man nicht haben. Und ihr seht, die beißen ja schon. Ne? Auch auf Stahl, warum auch nicht. Ist ja nicht umsonst im Spiel integriert worden. Ne? Und der ist nicht unter scheue Fische aufgelistet, der Hecht. Von daher drauf geschissen. Ich habe immer mit Stahl meine Hechte gefangen und gut ist. Komm, einen nehmen wir noch mit. Was wirklich so ein bisschen ärgerlich ist, das Zeitfenster für Hecht ist immer, finde ich, ziemlich knapp bemessen hier. Und es geht morgens so 3, höchstens 4 Ingame-Stunden. Dann ist der Spuk vorbei. Das ist das Problem. Dann, weiß ich nicht. Also wirklich 3, 4, 5 Ingame-Stunden auch mal kein Biss mehr. Also ich habe immer das Problem auf jeden Fall. Deswegen, ich sag mal, Reisekosten hier kosten nicht viel. Und dann switche ich zwischendurch immer schon mal hier hin.
So ab 4 Uhr nachmittags, bis es dunkel wird. Oder ab 4 Uhr morgens, wenn es eben hell wird. Ihr seht, Viertel vor 9. Schon lassen die Bisse etwas nach. Jetzt waren wir natürlich auch ein bisschen spät hier wegen dem Abriss. Dorftrottel. Bremse zugehabt. Sollte man nicht anhauen. Für den Köder zu lösen. Ne? So, ein Wurf noch und dann Pech gehabt. Na komm schon. Kann auch noch einer beißen, oder? Ne, ich sage so. Spätestens 9 Uhr ist hier an der Stelle echt Sendepause. Bis nachmittags 4 so. Und dann geht es dann weiter. Und da haben wir nochmal einen kleinen Popel. Egal, jetzt gehen wir mal eben schnell kicken. Was wir so verdient haben. Wir sagen jetzt einfach mal 1,5 Stunden zusammengefasst. Mehr auf gar keinen Fall. Und den Köder kann man einfach so kaufen. Den braucht man nicht herstellen oder sowas. So. 400 Silber nach Preis. Die sind ja mal gebufft worden, die Hechte. Ne? 4,8 Kilo, 25 Silber, 22, 20, 20. Ist okay. Ja. Für an der Festung allemal. In diesem Sinne, probiert's mal aus. Berichtet gerne. Ich hoffe, der Trophy rasselt rein. Macht's gut und tschüss.